Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind zu unserem Pressbriefing heute zur Frage, wie heizen wir morgen? Womit? Worauf kann man sich einstellen? Womit kann man planen, damit die Entscheidungen in den kommenden Jahren auch wirklich für ein oder zwei Jahrzehnte, wie wir es gewohnt sind, halten? Ich stelle Ihnen gleich die Experten vor, aber zunächst erstmal wie immer so ein bisschen das Kleingedruckte. Das allererste und Wichtigste, bitte stellen Sie Ihre Fragen in den Frage- und Antwort-Channel. Meine Kollegin sammelt dort und spielt sie mir dann hierher zu, dass ich sie hier sehen kann und sie hier in die große Runde stellen kann. So bekommen alle die Antworten mit. Wenn Sie eine Frage sehen schon in dem Channel, den Sie gerne stellen würden, dann pushen Sie diese mit dem Daumen hoch. Ansonsten wird wie immer das Pressbriefing aufgenommen und online gestellt und ein erstes unredigiertes Transkript können Sie auch etwa eine Stunde nach der Veranstaltung schon abfragen. Ein redigiertes wird wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages online stehen. Mein Name ist Sönke Gethge. Ich bearbeite hier im Science Media Center die Energie- und Technikthemen und ich habe bei mir hier versammelt in Zoom zuallererst Sebastian Herkel. Er beschäftigt sich am Fraunhofer Institut für Solare Energietechnik in Freiburg vor allem mit der Effizienz von Gebäuden, also dem Energieverbrauch. Und von ihm würde ich gerne zu Anfang wissen, bislang war es ja eigentlich so ein Paradigma, dass man eine Wärmepumpe nur dann einbauen kann, wenn man das Haus ordentlich gedämmt hat. Aber wenn ich die Diskussion so richtig verstanden und wenn ich verstanden habe, ist es nicht mehr so hundertprozentig eins zu eins haltbar. Welche Rolle spielt das Dämmen denn eigentlich noch oder die energetische Sanierung in Zukunft? Können Sie mir das erklären? Also Sie haben das, denke ich, ganz richtig wahrgenommen. Eine Wärmepumpe muss nicht zwingend mit dem Thema Dämmung korrelieren. Aber natürlich ist das Thema Energieeffizienz von Gebäuden nach wie vor ein wichtiges Thema, was auch weiterhin auf der Agenda stehen wird. Es geht am Ende ja darum, wie kann ich Klimaschutz möglichst kostenoptimal erreichen. Und die Dämmung hat insofern einfach nach wie vor eine wichtige Rolle, weil sie einfach zunächst mal einfach Verbräuche senkt. Das ist die erste wichtige Funktion und das ziemlich unabhängig davon, welchen Heizungsträger ich habe. Ich kann einfach damit Verbrauchskosten senken. Die zweite wichtige Funktion, und das ist die, die zurzeit in der Diskussion ist, Dämmung ist eine Möglichkeit, den Leistungsbedarf eines Gebäudes zu reduzieren. Und wenn ich geringere Leistungen brauche, brauche ich geringere Vorlauftemperaturen in einer Wärmepumpe oder auch ein Fernwärmesystem läuft dann besser. Und deswegen kann die Dämmung eine der Lösungsoptionen sein bei einem Gebäude, was hohe Bedarfe hat, hohe Leistungsbedarfe hat, kleine Heizkörper hat, um diese Gebäude dann dafür fit zu machen, dass man eben auch mit einer solchen Technologie dort heizen kann. Und die letzte, vielleicht auch wichtige Funktion, die in der aktuellen Debatte gar nicht so wichtig ist, wenn ich denn, sagen wir, unser System stärker elektrifiziere und ich gehe davon aus, dass das ein guter Lösungsweg ist, habe ich natürlich auch einen höheren Leistungsbedarf in meinen Ortsnetzen. So. Und hier, wenn ich jetzt einen Gebäudebestand habe, der geringere Leistungsspitzen hat, muss dieser Ausbau nicht so umfangreich sein. Und von daher gesehen, ja, die Dämmung wird einen Beitrag zu der ganzen Geschichte leisten, ist aber nur in wenigen Gebäuden wirklich die zwingende Voraussetzung, dass ich zunächst mal eine solche Technologie einsetzen kann. Und das hat sich wirklich geändert im Vergleich zu früher, oder? Es hat sich eigentlich nicht wirklich geändert, sagen wir, in der Wissenschaftscommunity und sagen wir, auch Untersuchungen, die wir vorgenommen haben, Felduntersuchungen, zeigen, dass es gibt einfach verschiedene Faktoren, die auf die Effizienz von solchen Heizsystemen wie der Wärmepumpe Einfluss haben. Und dass die Dämmung dabei eine Rolle spielt, ist auch evident, aber sie ist eben nur eine der verschiedenen Faktoren. Die Größe der Übergabesysteme, der Heizsysteme ist eben ein ganz genauso wichtiger. Vielen Dank. Der nächste bei uns auf der Liste ist Dirk Müller. Er forscht an der RWTH in Aachen an Anlagetechnik in Gebäuden. Ein Schwerpunkt dabei sind genau diese Wärmepumpen, die uns hier so interessieren. Herr Müller, was kann denn nun die Wärmepumpe heute besser als früher, dass sie sich vielleicht auch für Bestandsgebäude so gut eignet? Wir haben natürlich einen starken Entwicklungsschub gesehen bei Wärmepumpen. Und man kann sagen, alle großen Kesselhersteller in Deutschland haben inzwischen viel, viel investiert, Wärmepumpen zu bauen, die auch möglichst für alle Gebäude gut funktionieren.
Fokus in den letzten Jahren war die Außenluftwärmepumpe, weil das im Markt die beliebteste Wärmepumpe ist. Dort sind eben keine Bohrungen für eine Geothermieanlage notwendig, sondern man muss einfach ein Außengerät außen auch vor das Gebäude stellen und kann dann eine Wärmepumpe sehr schnell einsetzen. Und speziell in diesen Wärmepumpen hat man A, die Kältemittelkreisläufe verbessert und B, auch neue Kältemittel eingesetzt, sodass man heute Vorlauftemperaturen mit den Systemen erreichen kann von 70 Grad Celsius, auch bei tiefen Außentemperaturen. Und das macht erstmal grundsätzlich die Beheizung auch eines konventionellen älteren Hauses möglich. Wobei natürlich Sebastian Herkel vollständig recht hat. Wenn man das Ganze kombiniert mit Dämmmaßnahmen, kann die Wärmepumpe deutlich besser arbeiten. Das heißt, mit dem gleichen Menge an Strom kann ich mehr Wärme bereitstellen, beziehungsweise ich brauche weniger Strom für die reduzierte Wärmemenge, die ich denn zumindest in einem Teil sanierten Haus habe. Das, glaube ich, ist ein großer Schritt, den wir gesehen haben bei den Herstellern. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren, insbesondere eben für die Bestandsgebäude, auch noch einiges an kombinierter Technik sehen. Gerade die Kombination von Gastechnik und Wärmepumpe kann dort auch für die schlechteren Bestandsgebäude in Anführungszeichen eine sehr gute Lösung sein, dass ich die notwendige Spitzenleistung an sehr kalten Tagen bereitstelle über einen Kessel und dass ich den Rest des Gebäudes, in den Rest des Jahres das Gebäude mit der Wärmepumpe beheize. Das sind auch Lösungen, die sehr, sehr günstig sind und auch zu der Problematik beitragen, die eben schon kurz genannt worden ist. Wir müssen auch darauf achten, dass wir im Stromnetz nicht zu hohe Spitzenleistungen an kalten Tagen produzieren, die wir weder durch das Netz noch die Erzeugungskapazität, die dahinter steht, wirklich abdecken können. Ja, vielen Dank. Der Dritte bei uns im Bunde heute ist Martin Pehnt. Er arbeitet im Institut für Energie- und Umweltforschung, IFOI, in Heidelberg schon seit Jahren an Wärmebedingungen, an Konzepten und Bedingungen für die Wärmewende. Und ist dabei auch Teil eines Konsortiums, das aktuell für das Bundeswirtschaftsministerium Analysen errechnet. Herr Pehnt, die Kosten für den Austausch alter gegen neuer klimafreundlicher Anlagen oder gerade Wärmepumpen sind immer wieder ein Thema gewesen in letzter Zeit, gerade auch wegen der Berichte über massiv gestiegene Preise. Wie wirtschaftlich ist es denn nun eigentlich und für wen ist es wirtschaftlich, seine alten Heizungen gegen Wärmepumpen auszutauschen und wem kann man diese Ausgaben zumuten, wem muss man unterstützen? Ja, Herr Gerdtke, eine Frage, die ja gerade auch in dieser Woche sehr heiß diskutiert wird in der Presse. Ja, zunächst einmal, ich möchte das Thema ein bisschen abschichten. Zunächst einmal ist die Wärmepumpe ganz klar teurer in der Anschaffung, in den Investitionskosten als eine neue Gasheizung. Die gute Nachricht ist, dass wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir unsere Energiepreisentwicklung zugrunde legen, dann ist die Wärmepumpe in Bezug auf die Vollkosten, also die Jahresgesamtkosten, in der Regel eine Option, die günstiger ist, als eine neue Gasheizung einzubauen oder auch eine alte Gasheizung weiter zu betreiben. Und das auch schon ohne Förderung. Es gibt ja eine sehr gute Förderung aus der Bundesförderung effiziente Gebäude. Das ist sozusagen der eine Punkt. Natürlich ist es schwierig, Energiepreise zu prognostizieren, aber in einer relativ großen Bandbreite an Prognosen ist die Wärmepumpe auch ohne Förderung, vor allen Dingen auch in Einfamilienhäusern, in kleineren Mehrfamilienhäusern, eine auch wirtschaftliche Option. Dennoch bleibt natürlich dieses Problem der höheren Investitionskosten. Und das ist ja etwas, was auch vielfach diskutiert wird. Wenn ich für ein Einfamilienhaus über 30.000 Euro alleine für die Wärmepumpe bezahlen muss und dann noch ein paar Umfeldmaßnahmen habe an den Heizkörpern beispielsweise, dann sind das Kosten, die man erstmal schultern muss. Und deswegen ist mein Plädoyer auch das, dass wir auch an der Stelle der Vermarktung von Heizungssystemen und der Finanzierung von Heizungssystemen Innovationen brauchen. Also wir brauchen beispielsweise neue Vermarktungsmodelle. Es gibt einzelne Firmen, die in Deutschland eine Miete von Heizung anbieten. Ein Auto liest man, eine Heizung liest man heutzutage nicht oder mietet man nicht. Warum eigentlich nicht? Dass der Anbieter kann das professionell abwickeln, kann große Stückzahlen bestellen, kann auch den Betrieb professionalisieren, die Förderung beantragen. Also sozusagen so eine Art One
One-Stop-Shop. Und deswegen sagen wir auch, dass solche neuen Vermarktungsmodelle für Heizung genauso in den Innovationstopf gehören, jetzt auch am Markt entwickelt werden müssen. Ähnlich wie auch neue Finanzierungsmodelle, Stichwort Kredit, Heizungskredit für alle, also unabhängig vom Alter, vom Einkommen oder von irgendwelchen Schufa-Einträgen, wirklich zu sagen, jeder, der eine neue Heizung braucht und jede bekommt einen Kredit und das Ausfallrisiko wird vom Staat getragen und natürlich auch eine Weiterentwicklung der Förderung. Also wenn wir diese Themen zusammennehmen, dann müssen wir auch an der Stelle der Art und Weise, wie wir heutzutage Heizungen verkaufen und installieren, weiterkommen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, auch vor dem Hintergrund dieses Kostenthemas. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen wegkommen von diesem ganz konventionellen Bild. Ich habe einen Gaskessel, ich habe einen Heizkörper oder einen Ölkessel, ich habe Heizkörper im Gebäude, ich tausche das aus. Wir haben gerade heute eine Studie veröffentlicht, wo wir uns eine Stadt Steinheim angeschaut haben, die ein ganz neues Konzept verfolgt, ein Niedertemperaturwärmenetz, das bei 60 Grad die Wärme verteilt. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass nicht nur sozusagen durch diese niedrige Temperatur auch sehr niedrige Verluste da sind und auch Wärmepumpen zentral eingesetzt werden können, sondern dass zweitens auch damit sozusagen die Gebäude angefasst werden. Also in der Kommune gibt es einen Energieberater, der alle Gebäude besucht und mit wenig Aufwand den sozusagen den Eigentümern ermöglicht, die Temperaturen abzusenken. Und drittens ist das Beispiel auch interessant, weil es eine kommunale, nicht gewinnorientierte Wärme GmbH ist. Also und deswegen können sehr niedrige Wärmepreise angeboten werden. Ich will damit sagen, wir müssen bei allen Innovationen, die wir auf technischer Seite haben, genauso auf der marktlichen, auf der unternehmerischen Seite weiterkommen. Und das ist etwas, was, glaube ich, sozusagen durch klare Rahmenbedingungen politischerseits eigentlich vorangebracht werden muss und auch durch klare Förderbedingungen. Vielen Dank. So, ich sehe hier schon zwei Fragen. Ich würde gerade, weil wir sowieso schon auf der ökonomischen Linie sind, gleich mal an dem Punkt weitermachen mit einer von den beiden Fragen. Sie zielt auf die Preise, die wir mal für Wärmepumpen und Handwerkerleistungen anbieten muss. Und es fragt sich, ob es nicht günstiger sein könnte, heute eine Gasbrennwerkeheizung zu kaufen und erst in 5 Jahren gegen eine Wärmepumpe auszutauschen. Wenn die Preise dann wieder gefallen sind, wäre das ökonomisch sinnvoll und wie ist das mit dem Blick auf die CO2-Emissionen? Also ich sehe das so, den ökonomischen Teil würde ich gerne Herrn Pehnt geben, wenn es okay ist. Herr Klein, Sie hatten sich schon gemeldet? Ich könnte kurz drauf, der ökonomische Punkt, ja, dann gucken wir uns mal genau die konkrete Situation vor Ort ab. Wie sind die jeweiligen Kosten? Und es könnte sein, dass eben auch eine Installation einer Gasheizung, Reparatur, also da muss man sehr genau gucken, wie alt ist das Schätzchen gewesen und wie gut ist es gewesen und was habe ich nicht doch auch an Kosten bei der Installation einer neuen Gasheizung? Das ist ja auch nicht ganz umsonst. Wir haben jetzt zwar keinen aktuellen BDEW-Preisvergleich, aber da werden wir so in den kommenden Wochen nochmal die Dinge darstellen können. Und in puncto CO2 ist die Frage eigentlich nicht so schwierig. Eine Gasheizung ist auch unter aktuellen Randbedingungen in der Regel, wenn es keine ganz schlecht verbaute Wärmepumpe ist, einfach mit höheren Emissionen verbunden. Dementsprechend ist ein solcher Ersatz für 5 Jahre einfach 5 Jahre weitere fossile Heizung. Und da hängt es natürlich davon ab, ist in dem Gebäude eine PV-Anlage oder also da hängt es auch ein bisschen davon ab, wie wird natürlich der Strom bereitgestellt aktuell. Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen, Herr Gethke. Sie hatten mich ja auch angesprochen. Also man muss sich auch die Kostenstruktur nochmal angucken. Wenn man eine Heizung einbaut, dann ist ein Großteil der Kosten liegt gar nicht mal so sehr im eigentlichen Aggregat, sondern in den ganzen Handwerkerleistungen. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr gut zu überlegen, ob man einen Schritt macht mit einer zweifachen Installation. Ich glaube, dass ungefähr 50% der Gesamtkosten in Handwerkerleistungen und vorbereiteten Aktivitäten liegen, die ich dann für die Wärmepumpe ja eh machen muss. Also die Temperatur abzusenken beispielsweise ist übrigens auch für eine Gasbrennwertheizung eine effizienzsteigernde Maßnahme. Aber da wäre ich wirklich sehr vorsichtig, dass man dann kein Lock-in produziert, denn wenn die Kosten dann erstmal investiert sind, dann ist auch die Bequemlichkeit groß und man spart nicht so viele Kosten ein. Also wie gesagt, aus
Unterkostensicht ist die Wärmepumpe selbst unter den heute zugegeben auch gestiegenen Anlagenkosten für Wärmepumpen schon die bessere Option. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen so starken Preisverfall gibt, dass der sozusagen diese Installationskosten, die dann ja zusätzlich hinzukommen, wettmachen kann. Herr Müller, wie sehen Sie denn das eigentlich? Wird es denn wirklich, ist es denn überhaupt ein realistischer Zeitraum, zu sagen, in 5 Jahren fallen die Preise, wird es schneller gehen oder wird es länger dauern? Wie schätzen Sie da den Teil denn ein? Sie müssten das Mikrofon noch laut schalten, bitte, pardon. Das ist natürlich ein bisschen immer in die Glaskugel schauen. Ich denke, wenn wir im Moment die Preissituation angucken, wie eben schon angeklungen, wir haben eine Engpass-Situation im Handwerk. Ne? Und das ist natürlich per se für die Preise, die Endverbraucher denn bezahlen müssen, nicht günstig. Und wir werden natürlich in Zukunft ein deutlich größeres Angebot an Wärmepumpen sehen. Das wird vielleicht den Preis reduzieren, aber nicht ganz so stark, wie vielleicht der ein oder andere sich vorstellt, weil der Engpass im Handwerk wird ja bestehen bleiben. Der wird nicht vollständig verschwinden. Weil das werden im Moment nicht mehr Handwerker, die unterwegs sind. Das heißt, die Kapazität ist dort prinzipiell erstmal limitiert. Was günstig ist für die Endverbraucher, denke ich, dass die Installation selbst von Wärmepumpen, die wird einfacher. Und da haben, glaube ich, viele Hersteller jetzt genau hingeschaut, wie können wir gerade Außenluftwärmepumpen so bauen, dass zumindest das Innengerät sehr ähnlich ausgeführt ist zu dem heute installierten Kessel, sodass die Installationszeiten nicht so hoch sind, wie das vielleicht noch vor 5 Jahren der Fall war. Es ist heute durchaus so, dass für die Wärmepumpe der einzelne Handwerker mehr Zeit aufwenden muss, weil natürlich bei der Außenluftwärmepumpe beispielsweise 2 Geräte installiert werden müssen. Es muss eine Leitung von außen nach innen gelegt werden. Es muss ein Fundament für die Wärmepumpe außen geschaffen werden. Das sind alles zusätzliche Aktivitäten, die da sind. Aber die eigentliche Installationszeit im Gebäude, die hat man inzwischen stark reduziert und die Handwerker sind natürlich auch geübter. Das heißt, die Prozesse beschleunigen sich und das wird über die Zeit dazu führen, dass die Gesamtkosten für eine Installation einer Wärmepumpe etwas sinken werden. Ob es sich deshalb lohnt, jetzt zwischen zu investieren in eine neue Gasheizung, das würde ich auch sehr vorsichtig bewerten. Und außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir das im großen Stil machen, dann blockieren wir natürlich auch wieder viel Kapazitäten im Handwerk, die dann wieder für den Einbau von Wärmepumpen nicht zur Verfügung stehen. Also wenn man schon, sage ich mal, an eine Investition denkt im Gebäude und wenn man das vielleicht auch kombiniert mit einer Investition in PV-Technik in das Gebäude, dann ist ja die Kombination, die dann entsteht aus Wärmepumpen und zum Teil selbst erzeugtem Strom, das ist ja insbesondere in der Übergangszeit oder im Sommer erstmal eine sehr auch wirtschaftlich attraktive Kombination. Ja, prima. Dankeschön. Wir haben noch weitere Frage reingekriegt. Geht vielleicht so ein bisschen noch in diese Richtung. Welche Ideen haben Sie denn? Was kann man denn bei so typischen Mehrfamilienhäusern machen? Also aus den 50er, 60er Jahren, die dann Gasetagenheizungen haben. Ist es da jetzt sinnvoll, auch auf die Wärmepumpe zu setzen? Oder was bietet sich da an? Da können Sie, glaube ich, alle drei was zu sagen. Wollen wir die gleiche Reihenfolge einhalten wie eben? Dann würde ich sagen, wir fangen mit Herrn Hakel an. Herr Pehn macht weiter, Herr Müller hört auf. Ist es okay für Sie? Also eine Option, die natürlich zu prüfen ist für genau diese Situation, ist, dass man, Sie haben jetzt gerade die Gasetagenheizung angesprochen, das sind so rund 5% des Bestandes, den wir in Deutschland haben. Und die haben, sagen wir, die beiden Hauptlösungen, die da zurzeit natürlich in der öffentlichen Diskussion sind, sind für diese Gebäude beide nicht so einfach, weil die einfach die Fernwärme, die naheliegend ist als eine Option für diese Lösungen und auch eine zentrale Wärmepumpe erfordern beides durchaus eine ganze Menge Umbauten, was die Übergabesysteme in einem Haus anbelangt. Also von daher ist das tatsächlich eines der Segmente, wo es erste Angebote gibt, tatsächlich auch kleine Wärmepumpen zu machen. Also wir haben gerade ein großes Forschungsprojekt mit vielen beteiligten Herstellern gestartet und auch Wohnungswirtschaft, um genau hier zielpassend das Marktangebot zu verbreitern. Und das wäre genauso ein Bereich, wo ich die sagen würde, ja, klar, wenn du jetzt dieses Jahr da was ersetzen musst,
hilft nichts, wirst du wahrscheinlich nochmal eine neue Therme einbauen. Und ja, es ist wahrscheinlich für dich optimaler, du wartest noch 3, 4 Jahre, bis da einfach das technologische Angebot breiter ist, als das derzeit auf dem Markt ist. Ja, vielleicht um das zu ergänzen, genau aus diesem Grund gab es ja auch für Gasetagenheizungen auch schon im ersten Gesetzentwurf verschiedene gestaffelte Übergangsfristen, weil das Problem in solchen Gebäuden ist ja gerade das der Koordination. Also der erste Kessel geht kaputt, die erste Therme geht kaputt, was macht man dann? Es gibt technisch eine ganze Reihe, das hat Sebastian Herkel schon angedeutet, von Lösungen. Also die Zentralisierung der Wärmeversorgung ist da sicherlich schon ein sehr guter Weg. Oftmals hat man dann ja auch Kaminkanäle, über die man dann die Verteilungsleitungen legen kann mit Wohnungsstationen, über die man dann sozusagen die Wärme auch in die einzelnen Wohnungen bringen kann. Das wäre eine technische Option, es gibt aber viele andere. Es gibt übrigens auch gerade zu diesem Thema der Koordinierung ein interessantes Schweizer Pilotprojekt, das sozusagen im Prinzip die dann, sobald die erste Therme kaputt geht, eine neue Gasheizung auf dem Speicher installiert, die aber direkt so auslegt, dass sie nach ein paar Jahren durch eine Wärmepumpe ersetzt werden kann. Also in dem Augenblick, wo sozusagen eine gewisse Anzahl an Gasthermen sich angeschlossen haben oder zentralisiert haben, würde man dann einfach die Gasheizung ersetzen durch eine Wärmepumpe. Also das sind verschiedene Lösungen, die da denkbar sind. Natürlich auch dann letztendlich der Bezug von grünen Gasen, von Biomethan sozusagen als letzte Option. Und das Gesetz hat genau deshalb sozusagen diese langen Übergangsfristen auch für solche Gebäude vorgesehen. Letztendlich müssen aber natürlich auch diese Gebäude dekarbonisiert werden. Deswegen führt kein Weg darum, sich solche Konzepte entsprechend zu erstellen. Ich glaube, erstmal grundsätzlich kann ich nur zustimmen, was wir gehört haben. Wir sehen da auch im Moment, wenn wir über die Ländergrenzen gucken, ganz unterschiedliche Lösungen. In Niederlanden zum Beispiel baut man gerade bei solchen Gebäuden oft auch Lösungen, wo man ein Heizungsnetz nachrüstet in den Gebäuden und Trinkwarmwasser wieder dezentral bereitstellt mit einer zweiten Wärmepumpentechnik, die dann einheitsbezogen arbeitet. Auch das können sehr gute Lösungen sein. Und wir sehen im Moment natürlich auch, dass für diese Leistungsklasse an Wärmepumpe, die ich brauche für ein Mehrfamilienhaus, da wird so langsam das Angebot größer. Und da muss man auch noch genau hingucken, weil wir sind in Wohngebieten. Das heißt, diese Wärmepumpen müssen auch leise sein. Und das ist ein Aspekt, der in der Entwicklung von Wärmepumpen im Moment auch eine sehr große Rolle spielt, die Systeme so leise zu machen, dass sie uns nicht stören. Weil wenn wir Wärmepumpen im größeren Stil einbauen, die dieses Kriterium nicht erfüllen, dann wird das die Akzeptanz für diese Technik extrem belasten. Ja, und da ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, wenn wir wieder an die Investitionen denken. Leider sind viele akustische Maßnahmen, die ich machen kann, um eine Wärmepumpe leise zu bekommen, die sind mit erheblichen technischen Aufwänden verbunden. Das heißt, eine leise Wärmepumpe ist immer die teurere Wärmepumpe. Und das ist vielleicht auch etwas, was stark bei der Förderung von solchen Systemen bedacht werden muss, dass wir eigentlich immer nicht nur die Effizienz sehen, die eine bestimmte Wärmepumpe bringt, sondern dass wir das immer auch zusammen bewerten mit der Schallemission. Weil die Schallemissionen können eben gerade in Wohngebieten auch wirklich langfristig Probleme verursachen und Diskussionen verursachen, die wir rund um die Technik gar nicht haben wollen. Da würde ich gleich nochmal fragen, wie kann man das denn, wie kann man sie die denn tatsächlich sinnvoll senken, die Emissionen, Geräuschemissionen? Also sie können, sage ich mal, leise Ventilatoren einsetzen, sie können Dämmmaterialien einsetzen, sie können von vornherein auf eine Kompressortechnologie setzen, die leise ist. Sie können in die Konstruktion viel Liebe stecken, dass sie wenig Körperschallprobleme haben. Sie können alle, sage ich mal, bewegten Teile entkoppeln, die sie in der Wärmepumpe haben. Also da gibt es sehr, sehr viele technische Maßnahmen, die man umsetzen kann, mit denen man es auch schafft, dass man Wärmepumpen kaum noch hören kann. Aber wir haben natürlich auch klassische Geräte im Markt, die eher sehr kostengünstig produziert werden. Und da sind eben auch einige bei, die dann doch für deutliche Emissionen im Bereich der Akustik sorgen. Vielleicht käme da auch noch ein weiterer Punkt, wenn ich das kurz ergänzen darf, ins Spiel. Ich hatte eben erwähnt, müssen vielleicht auch ein bisschen über unseren Tellerrand hinausblicken. Und gemeinschaftliche Versorgungslösungen müssen nicht nur Wärmenetze sein, das können auch beispielsweise
gemeinsam betriebene Sonden oder Eisspeicher oder Kollektorfelder sein, die quasi auch sozusagen ergänzen, weil sozusagen Luftwärmepumpen sind immer geräuschintensiver als Wärmepumpen, die erdgekoppelt sind oder so betrieben werden. Also deswegen beispielsweise eine Reihenhauszeile, die sich eine Erdsonde teilt und durch eine Leitung, die im Keller verlegt ist, versorgt werden. Das sind solche Lösungen, die eigentlich auch sehr clever sind, für die wir aber eben auch Lösungsanbieter brauchen, denn das kann keiner einzeln organisieren. Und genau dafür brauchen wir jetzt eben auch den Markt. Und der entwickelt sich in dem Augenblick, wo einfach die Nachfrage nach Wärmepumpen jetzt auch stark nach oben geht. Das ist auch ein interessanter Gedanke jetzt von der Einzelwärmepumpe zu mehreren Wärmepumpen, zu Großwärmepumpen zu kommen. Denn dafür haben wir auch schon eine Reihe von Fragen bekommen. Und die allererste, die wir bekommen haben, gleich zu Anfang, ist... ist ein Projekt des DLR offenbar, die denkt, bei dem versucht wird, eine Wärmepumpe rein mechanisch zu betreiben mit Hilfe einer Windkraftanlage. Und diese Wärme, die dabei angetrieben oder erzeugt würde, dann in ein Fernwärmesystem einzuspeisen. Die Kollegin, der Kollege wüsste gerne, was er von so einem Versuch halten soll. Vielleicht ist das eine Frage für Sie, Herr Müller, direkt. Ich weiß nicht, ob Sie das Ding tatsächlich kennen, aber was ist von so einer Idee zu halten? Das Projekt kenne ich jetzt nicht, zumindest nicht auf Basis von der Beschreibung, die Sie eben gegeben haben. Prinzipiell ist aber, sage ich mal, die Situation die, dass wenn ich eine Windkraftanlage habe, dort Strom erzeuge, dann habe ich einen Generator. Der Generator arbeitet aber mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, ne, von deutlich über 90%. Dann bringe ich den Strom zu einer oder zu vielen Wärmepumpen. Dort muss ich natürlich auch wieder einen Elektromotor antreiben. Aber auch der hat wieder einen sehr hohen Wirkungsgrad. Also alleine durch die Trennung über das Stromnetz, ne, verliere ich nicht so viel. Das ist durchaus etwas, was man machen kann. Natürlich kann man Wärmepumpen und Kompressoren für Wärmepumpen auch direkt mit mechanischer Energie antreiben. Auch da gab es früher sogar mehr Lösungen im Feld, wo man Motoren direkt gekoppelt hat mit Wärmepumpen und dann die Abwärme von Motoren plus die von Wärmepumpen erzeugten Wärme, ne, zusammengefasst hat. Das kann eine sinnvolle Konstellation sein. Heute trennt man das aber eigentlich prinzipiell immer lieber über das elektrische Netz, weil die Kompressoren heute alle Drehzahl geregelt fahren und über die Drehzahlregelung kann man den Kompressor an einem optimalen Betriebspunkt für die jeweilige Anforderung halten. Und deshalb macht eigentlich die Trennung, ne, der Verbindung über das Stromnetz macht trotz der kleinen Verluste, die man dadurch bekommt, macht immer Sinn. Insofern, ich würde jetzt keine Wärmepumpe in eine Windkraftanlage einbauen. Das würde ich als wenig sinnvoll erachten. Es sei denn, die Kollegen widersprechen da, aber das würde mich erstaunen. Vielen Dank. Wie sieht es denn überhaupt mit der Relevanz von Großwärmepumpen ein, wie sie für Fernwärmenetze derzeit geplant werden? Jetzt hier konkret in Köln die Flusswärmepumpe oder Flusswärmepumpen für den Rhein. Was halten Sie davon? Jetzt haben sich zwei Kollegen entstummt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden zuerst war. Mach du, Sebastian. Genau, also ich ganz klar, in dem Defossilisierung der Fernwärmenetze, also die schon allein Bestandsnetze mit diesen rund 60 Terawattstunden, die wir aktuell haben, mit dem Zuwachs, der dann auch noch sagen wir, vermutlich kommen wird im Zuge von kommunaler Wärmeplanung. Und von diesen sagen wir, 60 Terawattstunden haben wir im Moment ja rund 50, die im Moment an den großen Kohle- und Gasblöcken dranhängen. Und dann haben wir noch weitere rund 800 bis 1000 Netze, die mit Blockheizkraftwerken und Ähnlichem aktuell auch fossil betrieben werden. Sprich, da haben wir eine große Aufgabe auch in der Fernwärmebranche, diesen Weg zu gehen. Und wir haben natürlich mit dem Kohleausstieg ja auch da relativ zum Glück verbindliche, nachvollziehbare Linien, wie das erfolgen soll. Und in dieser ganzen Frage, da werden auf jeden Fall Großwärmepumpen und wo da genau der Leistungsbereich anfängt, kann man streiten, ob das ab 300 kW losgeht oder noch größer. Das ist jetzt nicht hier mein Punkt. Eine Rolle auf jeden Fall spielen. Und da ist einmal Technologieverfügbarkeit und das ist anders als jetzt bei diesen ganzen vielen kleinen. Ist es jetzt keine Massenfertigung, sondern das ist klassischer Anlagenbau und ist deswegen technisch da
funktioniert nach etwas anderen Prinzipien. Und der zweite große Punkt, und das ist das, was die ganzen Menschen, die zurzeit kommunale Wärmeplanung anfangen zu betreiben oder betreiben und insbesondere die betreibenden Stadtwerke besonders auch interessiert, welche Quellen habe ich denn da zur Verfügung? Und ich sage mal, wenn man wie in Mannheim oder Köln am Rhein ist, ist die Fantasie nicht so schwierig. Dann kann ich da einen, ich sage es mal, etwas flapsig Rüssel in den Rhein halten und habe da meine gute Umweltwärmequelle. Wenn ich da deutlich kleinere Quellen habe, muss ich es mir genauer anschauen. Und natürlich kann ich auch bei einer großen Wärmepumpe grundsätzlich auch die Außenluft als Quelle verwenden. Da sind wir aber technologisch noch relativ in einem, sagen wir, früheren Stadium, zumindest im Vergleich zu den Flusswärmepumpen. Vielleicht ein wichtiges Projekt, an dem wir selber beteiligt sind, ist so ein Reallabor Großwärmepumpen, wo zum Beispiel die MVV in Mannheim jetzt gerade aktuell eine in Betrieb genommen hat. Und wir sehen es jetzt an verschiedenen Stellen in Deutschland. Sag ich mal, grundsätzlich der Einsatz von Großwärmepumpen in Verbindung mit Fernwärme ist eine sehr bekannte Technik. Also in Schweden gibt es einige von diesen Großwärmepumpen, die im, sag ich mal, 10-Megawatt-Bereich, 20-Megawatt-Bereich arbeiten. Die Anlagen laufen teilweise schon seit 30 Jahren, also das ist keine unbekannte Technik. Es ist eher so, dass die Nachfrage in den letzten 20 Jahren nach solchen Anlagen extrem klein war, sodass jetzt Hersteller, die das potenziell anbieten können, sich erst technisch aufrüsten müssen, um da auch eine neue Generation von großen Anlagen wieder in den Markt zu bringen. Aber ich bin mir auch sicher, das werden wir viel sehen an vielen Stellen, weil wir natürlich dort die Chance haben, Fernwärmenetze sehr schnell auf diese Technik umzustellen. Und das ist auf der Kostenseite attraktiv, wenn man das dann mit sehr großen Maschinen machen kann. Und vielleicht dieser Umbruch, der ist ganz wichtig, den Sebastian Herke schon angemerkt hat. Wir haben bis zu einer bestimmten Größe Maschinen, die in Serie gebaut werden. Und das wird bei den Wärmepumpen sich austarieren. Da würde ich auch sagen, das liegt irgendwo zwischen 300 und 500 kW thermischer Leistung, wo die Serienmaschine aufhört, weil dann nicht mehr so viele nachgefragt werden im Markt. Und danach kommen dann die klassischen Großwärmepumpen, die ganz anders aussehen, die nicht mehr unbedingt ein Gehäuse haben, sondern mehr ein Gebäude, wo sie drinstehen, ne, und wo dann entsprechend ein Anlagenbauer tätig ist, der die Anlage auch für die spezifischen Anforderungen, die genau an diesem Ort bestehen, auslegen kann. Also ein ganz anderer Prozess, ne? Aber an sich eine bekannte Technik, die man nur wieder etwas auffrischen muss und wie der ein oder andere Anlagenbauer sich wieder neu einbringen kann. Prima. Wenn wir mal einen Blick auf die andere Seite werfen, wie sinnvoll ist es denn für das Klima, wenn wir jetzt tatsächlich auf Fernwärme setzen? Weil bislang war es ja ganz offensichtlich so, dass wir Wärme quasi gratis und franco durch Gas- oder Kohlekraftwerke bekommen haben. Jetzt müssen wir Wärmepumpen dorthin setzen. Der Strom muss ja auch irgendwo herkommen, denke ich mal. Herr Mitplen, Sie haben sich schon entstummt. Ja, also letztendlich ist natürlich die Dekarbonisierungsaufgabe genauso in den Wärmenetzen angekommen. Es ist ja auch gerade in der Mache ein Gesetz zur Wärmeplanung und in dem wird auch das Ziel drinstehen, aller Voraussicht nach, muss man ja heutzutage sagen, dass 50% der Wärme 2030 aus Erneuerbaren kommen müssen und letztendlich, dass es bis 2045 klimaneutral sein muss. Das ist die Aufgabe, die die einzelnen Netze vor sich haben. Wir haben letztes Jahr eine Studie fertiggestellt, wo wir 6 Beispielnetze mal untersucht haben, Transformationspläne erstellt haben, Dekarbonisierung der Fernwärme hieß das. Und das Interessante ist, man muss dann wirklich auf die Suche gehen nach den jeweils ortsspezifischen Quellen, aber es gibt überall ausreichend Quellen für diese Dekarbonisierung. Also im Oberrheingraben ist das die tiefe Geothermie. Es gibt überall auch attraktive Wärmequellen für Großwärmepumpen. Das sind beispielsweise auch Kläranlagen. Eine sehr gute Quelle, weil sie relativ konstante Temperaturen haben, auch im Winter den Auslauf der Kläranlagen beispielsweise zu nutzen. Das ist die Solarthermie, das ist die
dann auch ergänzend die Biomasse. Das sind viele andere Möglichkeiten. Also das heißt, man muss wirklich vor Ort schauen, was kann ich für Potenziale erschließen und dann einen Transformationsplan erstellen. Das Gute ist, dass ähnlich wie im Einzelgebäude dafür auch eine Förderung vorhanden ist, die sogenannte Bundesförderung effiziente Wärmenetze, die aus meiner Sicht jetzt dringend gesetzlich verstetigt werden müsste, damit sie auch wirklich dauerhaft für die nächsten Jahre zur Verfügung steht, weil die nämlich eben dann auch gerade diesen Transformationsprozess begleitet und auch dafür sorgt, dass die Fernwärmepreise gut sind und günstig bleiben können. Also diese Aufgabe ist bewältigbar und alle Wärmenetzbetreiber, die wir kennen, machen sich jetzt auch auf den Weg, um einen solchen Umstellungsprozess zu begleiten. Aber natürlich ist auch das eine große Aufgabe. Ja, und vielleicht interessant, auch in dem Bereich der Wärmenetze gibt es ja Innovationen. Wir sehen ja seit einigen Jahren, dass die Vorlauftemperaturen in Wärmenetzen gesunken sind, um eben Verluste zu minimieren und um die Wärmeerzeugung günstiger gestalten zu können. Wenn ich eben mit Wärmepumpentechnik arbeite, in den letzten Jahren sehen wir zusätzlich neu die sogenannten kalten Wärmenetze. Das heißt, das sind Wärmenetze, die laufen dann auf einer Vorlauftemperatur, die gar nicht mehr ausreichend ist, die einzelnen Gebäude zu beheizen. Da sind vielleicht Temperaturen zwischen 15 bis 25 Grad verfügbar. Und an diese Netze werden dann die Gebäude angeschlossen, wieder über Wärmepumpen. Kann man fragen, wo ist denn da der Vorteil, wenn ich so ein Netz habe? Aber die Netze haben den großen Vorteil, dass ich damit auch eine Wärmeverschiebung zwischen Gebäuden bereitstellen kann. Das heißt, wenn ich ein Gebäude habe, was noch gekühlt werden muss, kann mit der Abwärme der Kühlung, die zwangsläufig entsteht, ein anderes Gebäude schon bei der Beheizung unterstützt werden. Ein großer Vorteil in Gebieten, wo ich so eine Mischsituation der Bebauung habe. Und ich habe natürlich die Option, wenn ich mit 25 Grad schon auskomme für eine Wärmeverteilung, kann ich fast jede Art von Abwärme in so ein System einbinden. Und das ist zum Beispiel gerade bei Rechenzentren sehr interessant. Ne? Die haben dann die Option, ihre Rechner zu kühlen und haben dann vielleicht ein Abwärmeniveau bei 30, 35 Grad und können das sehr einfach in solche Netze mit ableiten und damit gleich einen Beitrag leisten, um auch eine Wärmeversorgung in einem Gebiet bereitzustellen. Also auch im Wärmenetzbereich gibt es Innovationen. Auch da gibt es Reallabore, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen. Insofern, es lohnt sich, da genauer hinzugucken, damit man erkennt, welche Optionen man dort hat. Zumal wir alle wissen, dass in den Städten auch der Kühlbedarf steigen wird. Und diese kalten Netze leisten auch einen Beitrag dafür, dass wir diesen Kühlbedarf günstiger abdecken können. Ich habe jetzt hier, wir haben wieder mal ein paar Fragen zu einzelnen, den kleineren Wärmepumpenanlagen bekommen. Wiederum ein Projekt, diesmal von der Technischen Universität Dresden. Sie simuliert eine kleine Wärmepumpe, die dort nur für die Grundlast genommen werden kann. Und wenn es dann kälter wird, soll eine Infrarotheizung quasi die Spitzenlast nachbringen. Soll mich dann also wärmen, wenn die an den Punkten, so stelle ich mir das vor, wo ich dann gerade bin. Herr Hackel, wäre das sinnvoll, sowas in einem Haus zu machen? Ich mache eine Grundtemperatur. Ich sage mal, ich stelle mir das Projekt vor, ich kenne es jetzt nicht, mache jetzt 16 Grad über die Wärmepumpe und wenn ich ins Wohnzimmer komme, habe ich dann Strahler, Infrarotstrahler, die mich dann in den Punkt, wo ich mich aufhalte, sitze. Kennt man ja aus Hallen. Das ist jetzt eine Frage der Perspektive. So, wenn ich jetzt als, sagen wir, Endkunde sehr knapp bei Kasse bin, was die aktuelle Investition anbelangt, da ist es natürlich durchaus attraktiv zu sagen, jo, die letzten Meter, was die Leistung anbelangt, mache ich über eine elektrische Direktheizung. Ja. Die wird mich allerdings im Betrieb dann, je nachdem, wie viel die Anteile sind des Betriebes, natürlich in Faktor 3 bis 4 eher kosten, um genau diese hohen Temperaturen oder diese teure Energie über Infrarot bereitzustellen. Und was mich sicher, sagen wir mal umgekehrt, auch nicht froh machen werde, ich werde einen viel höheren Leistungspreis bezahlen müssen, weil die elektrische Anschlussleistung, weil ich eben nicht diesen Wirkungsgrad einer Wärmepumpe dazwischen habe, einen sehr hohen Leistungsbedarf habe. Und das ist der letzte Punkt, warum das vor allem dann jetzt aus Sicht anderer Perspektivwechsel, aus Sicht eines, sagen wir, Stadtwerkes, der dort ein Stromnetz bereitstellen muss, natürlich genau zum falschen Zeitpunkt eine sehr hohe Lastspitze insgesamt in das Stromsystem hineinbekomme. Und wenn man
Das ist jetzt natürlich Glaskugel, zum Beispiel irgendwann mal einen Tarif hätte, der abhängig davon ist, wie günstig ist gerade Strom zu erzeugen, dann habe ich mit so einer Infrarotheizung durchaus Risiko. Also Invest niedrig, ja, spannend, auch schöne Übergabesysteme, aber energiewirtschaftlich durchaus mit Fragen zu versehen. Ja. Ohne die Details bei dem Projekt zu kennen, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass heute auch normal ausgelegte Wärmepumpen verfügen über einen Elektroheizstab. Der Elektroheizstab, der geht rein, wenn die Wärmepumpe nicht mehr die notwendige Leistung bereitstellen kann. Und das ist eben bei Außenluftwärmepumpen eine typische Konstellation, dass ich diese Kombination Elektroheizstab und Kältekreisprozess habe. Das ist auch sinnvoll, weil man sonst den Kältekreisprozess deutlich überdimensionieren würde, was für den normalen Betrieb denn wieder nachteilhaft wäre. Den Effekt, glaube ich, den die Kollegen da in Dresden zusätzlich nutzen wollen, ist, dass man eben nicht jeden Raum auf die Wunschtemperatur aufheizt, sondern nur die Räume, die sich auch gerade in Nutzung befinden. Da sind Infrarotheizung eine der Optionen, die man hat. Das kann man aber genauso schaffen über intelligente Thermostatventile und Nutzungsprofile, die man dort hinterlegt, ne, sodass da auch ein ähnlicher Einspareffekt mit anderen Optionen möglich ist. Na, aber wichtig, gerade je nachdem, welche Art von Wärmepumpe, die meisten sind nicht in der Lage, bei sehr tiefen Temperaturen die volle Leistung bereitzustellen. Also da gibt es immer, ne, die Notwendigkeit, ne, noch eine zweite Stufe zünden zu können, damit auch beim sehr kalten Tag, ne, das Haus nicht kalt wird. Wir haben noch zwei weitere Fragen, die eher so ein bisschen weniger in die Technik spielt. Das ist die Frage nach der Ästhetik. Ganz oft sind die Luft, gerade die Luftwärmepumpen, ja deutlich erkennbare Kästen vorm Haus. Und die Frage geht darin, gibt es nicht Ideen, die unauffälliger zu machen? Kleiner, ich meine, über Grelllärm hatten wir gesprochen, aber in dem Fall geht es jetzt echt darum, so habe ich einen kleinen Garten, zum Beispiel habe ich einen kleinen Garten, steht das Ding im Weg oder steht es groß und protzig neben dem Eingang? Wissen Sie das? Wer von Ihnen, Herr Also Pien? Vielleicht kann ich da, ja, also weil dieses Thema liegt mir auch am Herzen. Ich komme aus einem architekturaffinen Haushalt, um es mal so zu formulieren. Und wenn Sie auf der letzten Messe der ISH in Frankfurt waren, dann sehen Sie, dass auch da sich wahnsinnig viel getan hat. Also das ist auch alles eine Frage der Aufmerksamkeit und der Produktdiffusion. Also wie verbreitet ist denn eigentlich ein Produkt? Das ein oder andere Außengerät sah heute schon aus wie ein großes iPhone. Also da tut sich ästhetisch erstens einiges. Das ist der eine Punkt. Es gibt eine ganz spannende Webseite, die zu einem Fotowettbewerb für Außengeräte einlädt und sozusagen auch architektonische Lösungen der verschiedensten Art ermöglicht. Also das ist sozusagen einerseits die Frage, wie sind diese Geräte gestaltet, aber auch die Frage, wie sind sie integriert? Also wo stehen sie? Die Platzierung solcher Außengeräte ist aus Schallgründen, aber auch aus ästhetischen Gründen eine Aufgabe, auch eine Möglichkeit, wenn man das auf dem Garagendach oder auf dem beispielsweise gibt es ja auch Dachlösungen platziert, dann sieht man die gar nicht. Das heißt, auch an der Stelle muss man sozusagen einfach die Wärmepumpe in das architektonische Konzept einbeziehen. Und auch da wieder der Hinweis, natürlich bei gemeinsamen Lösungen, bei Wärmenetzen oder auch bei sozusagen nachbarschaftlichen Wärmeversorgungsmöglichkeiten für Wärmepumpen hat man das Problem auch nicht. Also deswegen sehe ich da grundsätzlich kein Problem, aber durchaus auch eine Aufgabe für Architekturstudierende und Architekturmenschen, Produktdesigner und Designerinnen, die sich jetzt in diesem Bereich tummeln, dieses Thema auch anzugehen. Und da passiert wahnsinnig viel gerade. Wo wir schon mal dabei sind, kann man nicht mit Wärmepumpen eigentlich auch Innenräume kühlen? Herr Müller, wie sieht die Technik da aus? Ergibt das Sinn? Also grundsätzlich bringen die meisten Wärmepumpen diese Fähigkeit mit, dass sie den Kreislauf invertieren können. Das heißt, dass sie auch als Kältemaschine arbeiten können. Eine Kältemaschine und eine Wärmepumpe unterscheiden sich vom inneren Aufbau jetzt prinzipiell erstmal nicht. Da wird einfach die Position zwischen Verdampfer und Kondensator im Kältekreislauf verändert und dann kann man mit einer Wärmepumpe auch kühlen. Jetzt muss man aber wieder einschränken, dass wir natürlich dort limitiert sind vom Übergabesystem im Raum. Wenn ich normale Heizkörper zu Hause habe und ich fange an, die Heizkörper mit kaltem Wasser zu durchströmen, dann merke ich natürlich sehr schnell im Sommer, dass ich da Kondensatbildung habe.
Also die Kühlleistung, die ich über so eine Heizfläche, einen Standardheizkörper bereitstellen kann in einem Raum, die ist limitiert. Wenn ich eine Fußbodenheizung habe, dann geht schon ein bisschen mehr. Auch da muss ich natürlich aufpassen, dass ich keinen Kondensat auf dem Fußboden bekomme. Und deutlich günstiger, wenn man eben stärker kühlen möchte über so eine Anlage, dann wäre es besser, man hätte das Ganze in die Decke integriert, dass man mit einer Deckenkühlung arbeiten könnte. Das wäre auch eine sehr komfortable Form der Kühlung. Allerdings ist dann die Beheizung etwas schwieriger. Geht auch über eine Deckenflächenheizung, die man hat, ist aber etwas ungünstiger als eine Fußbodenheizung. Also je nachdem, wo man den Fokus hinlegt, ne, muss man dort das Übergabesystem mit betrachten. Nur über Heizkörper ist schwierig. Es gibt inzwischen auch am Markt einige Erweiterungssets für Heizkörper, ne, wo man dann quasi noch Ventilatoren an die Heizkörper mit anbringt, die dafür sorgen, dass ich mehr Luftbewegung am Heizkörper habe. Dann kann ich die Kühlleistung auch mit traditionellen Heizkörpern etwas erhöhen. Oder ich muss von vornherein, ne, dort Konvektoren einsetzen. Das sind dann keine klassischen Heizflächen, sondern die Wärmeübertrager, die zusätzlich mit Ventilatoren ausgestattet sind. Die können dann beides heizen und kühlen in Räumen. Also prinzipiell von der Wärmepumpe her geht's, aber dann muss eben der Fokus stehen auf dem eigentlichen Übergabesystem. Da muss man sich genau, ne, tief in die Augen schauen, ob das für den gewünschten Kühleffekt, den man dort erzielen möchte, ob das denn ausreicht oder nicht ausreicht. Genau. Wir haben noch zwei Fragen, die würde ich gerne noch durchmachen und dann zur Schlussfrage kommen, wenn Sie mir noch 5 Minuten über die Zeit hinaus geben können. Das wäre klasse. Wir haben nicht eine Frage noch nach der Umweltfreundlichkeit der Erdwärmepumpen. Wie ist denn das? Sind die heutzutage noch umweltfreundlich oder sind sie wieder umweltfreundlich? Sind sie dadurch der Luftwärmepumpe vorzuziehen? Es gab ja früher die Diskussion, dass man die Salze umweltschädlich sind und es hat sich ja vielleicht geändert. Wer von Ihnen kennt sich damit aus? Soll ich die Technik wieder an Herrn Müller spielen? Ich kann anfangen, aber ich denke auch, Sebastian Herkel hat da viel Erfahrung mit den Systemen. Grundsätzlich ist es natürlich so bei der Wärmepumpe, wenn ich die Quellentemperatur erhöhe, ist das erstmal gut für die Wärmepumpe selbst. Das heißt, die geothermisch angebundene Wärmepumpe, das heißt die, die über Sonnen mit am Erdreich hängt, hat im Winter bei tiefen Außentemperaturen klare Vorteile, die sich auch in der sogenannten Jahresarbeitszahl, also dem Mittelwert dieses COP-Werts, den ich messen kann, das Verhältnis von Wärme zu Strom, was ich aus der Wärmepumpe generiere, ist dort günstiger. Früher hat man deshalb auch vor allen Dingen diese geothermisch gekoppelten Wärmepumpen gebaut. Dann über die Jahre, ne, hat man gesehen, dass man mit Außenluftwärmepumpen besser werden kann, nicht ganz die Performance erreicht der Systeme, die eine geothermische Kopplung aufweisen, aber die waren halt günstiger, weil man die Bohrung nicht benötigt. Ja, und auch die Bohrungen sind nicht überall möglich. Da gibt es Einschränkungen in Gebieten, wo man dann nicht bohren darf mit konventionellen Sonnen. Das heißt, da ist sicherlich auch ein Teil des Grundes zu sehen, warum wir heute mehr Außenluftwärmepumpen sehen. Aber prinzipiell ist ein geothermisch angebundenes System erstmal ein gutes System. Und vorhin ist es auch schon genannt worden, gerade bei größeren Installationen, die vielleicht auch viele Gebäude versorgen, sollte das immer als Option geprüft werden, ob es nicht möglich ist. Ich könnte eine Ergänzung einfach noch sagen, also Umweltwirksamkeit, das hat ja ganz verschiedene Dimensionen. Das eine ist natürlich die Klimaschädlichkeit einer Anlage, da ist gerade ausgeführt worden dazu. Dann haben wir natürlich diese Diskussion dazu, dass, sagen wir, wenn bei Bohrprozessen Schichten angebohrt werden und damit es Verunreinigungen von wasserführenden Schichten kommt, zum Beispiel, das ist eine Umweltimpact, den Erdsonden haben kann. Und sagen wir, der letzte Umweltaspekt etwas weiter gefasst rings um die Wärmepumpen sind nicht nur, und das betrifft aber nicht nur die Erdsondenanlagen, sind die verwendeten Kältemittel. Also sprich, die sind teilweise ja auch klimaschädlich, die alten Kältemittel, die eingesetzt werden. Deswegen gibt es aktuell einen starken Trend dahin, auf sogenannte natürliche Kältemittel umzustellen, die eben auch, wenn man ein solches Gas entweichen sollte, die Schädlichkeit in der die Atmosphären, die Ozonschädlichkeit niedrig sind. Genau, aber diese Kältemittel vielleicht sozusagen, damit keine Unklarheiten steht, die können grundsätzlich für alle Arten von Wärmepumpen eingesetzt werden. Also für geothermische Systeme als auch für die außenluftbasierten Systeme
Da gibt es jetzt prinzipiell keine Einschränkungen. Das ist für alle Systeme möglich. Dann hätten wir als vorletzte Frage, wie weit können Großwärmespeicher in wärmepumpenbasierten Wärmenetzen helfen, die Spitzenlasten für das Stromnetz zu dämpfen? Ja, die helfen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall immer etwas, was man mit im Auge haben muss. Und ich glaube, auch das ist etwas, wo der Regulierer in Zukunft genau hinschauen sollte. Diese Spitzenlasten, die werden uns sehr beschäftigen in Zukunft im elektrischen Netz. Und das ist jetzt eigentlich schon wichtig. Alles, was unter diesem Begriff Demand-Side-Management fällt und alles, was so an Leistungsverschiebungen möglich ist über Speichertechnik. Und da bietet sich eben Speichertechnik, thermische Speichertechnik an, weil die sehr günstig ist gegenüber beispielsweise Batterien oder Ähnlichem, was ich im elektrischen Bereich einsetzen kann. Das sehr früh zu unterstützen, dass sowas mit berücksichtigt wird, damit wir eben nicht in die Situation laufen, dass wir mit sehr hohen Spitzenleistungen im elektrischen Netz kämpfen müssen. Sie hatten sich entstummt. Ja, ich wollte Sie nur herzlich nach Heidelberg einladen nächstes Jahr. Dort wird auch gerade ein großer Wärmespeicher eingebaut mit verschiedenen Zwecken. Also einerseits der Entkopplung der Nutzung von Regelleistung, der Möglichkeit auch sozusagen Lastspitzen abzudecken, aber natürlich auch sozusagen verschiedene Energieträger mischen zu können. Und nächstes Jahr wird ein Restaurant oben auf diesem Speicher eröffnet. Das heißt, es wird dann auch ein Ort der Wärmewende, der Transformation sein, wo Sie mit Schlossblick von diesem Speicher aus Heidelberg beobachten können. Herr Herkel, Sie haben zwischendurch Ihr Mikrofon wieder stumm gemacht. Ich wollte nur einfach darauf hinweisen, es ist eine Technologie, die auch seit vielen Jahren betrieben wird. Ist ganz spezifisch immer mit Fernwärme verbunden. Also das sind es geht um größere Netze, in denen sowas funktionieren kann. Es sind keine Systeme, die per se auf Hausebene stattfinden, sondern das sind in der Fernwärme. Und Dänemark ist da, sagen wir, das Land, wo man das heute schon sehen kann, wo seit vielen Jahren genau solche kombinierten Systeme in der Praxis erprobt wurden. Und ein weiteres Beispiel nur zur Erwähnung, also in Berlin ist, glaube ich, im letzten Jahr auch ein großer Wärmespeicher am Standort Kraftwerk Reuter in Betrieb genommen. Also wenn jemand da mal so Praxis sehen will, wie die großen Speicher aussieht, wir haben sie auch inzwischen in Deutschland. Und wenn ich vielleicht noch einen letzten Aspekt dieser Speicherdiskussion hinzufügen darf, weil du Dänemark erwähnt hast, Sebastian, ich glaube, eine Sache, die wir in Deutschland noch entwickeln müssen, die unterentwickelt ist, ist das Thema saisonale Speicher, also wirklich Speicherung nicht nur sozusagen von einem Tag auf den anderen oder auf Wochenbasis, sondern auch, und das betrifft natürlich vor allem die Solarthermie, vom Sommer in den Winter. Und solche Speicher sind dann eben auch ein großes Becken, das auch andere sozusagen Dienstleistungen erfüllen kann, also eben auch sozusagen Stromspitzen abzufangen, aber vor allen Dingen eben diese saisonale Speicherung zu leisten. Das wird dort sehr kostengünstig gebaut. Das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die wir in Deutschland noch nicht bisher in großem Stil haben, sondern nur in kleineren Objekten und auf die wir aber auch gespannt warten. Vielleicht sozusagen muss man dazu sagen, wir hatten in der Vergangenheit natürlich Projekte zu Großspeichern, die auch saisonal gedacht waren. Unter den Randbedingungen damals, die man hatte, musste man erkennen, dass die Speicherkonzepte nicht wirtschaftlich waren. Aber Wirtschaftlichkeit verändert sich natürlich mit den Rahmen- und Randbedingungen, die wir haben. Der Nachteil saisonaler Speicher ist halt immer, dass ich sie nur einmal belade und einmal entlade über ein ganzes Jahr. Und das ist natürlich per se erstmal eine Situation, die so für die Wirtschaftlichkeit eines solchen Speichers schwierig ist. Das heißt, die müssen extrem günstig sein pro Kilowattstunde, die ich dort speichere. Ich glaube, fast zu den Speichern, damit werden wir uns nochmal extra beschäftigen. Das scheint viel dazu zu erzählen geben. Zum Schluss die Frage nochmal nach den politischen Rahmenbedingungen. Jetzt sieht es ja so aus, als würde es in der Debatte zum GEG doch keine Pflicht zum Heizungstausch geben. Die kommunale Wärmeplanung sieht gegebenenfalls längere Übergangsfristen vor. Was wird das für Auswirkungen auf die Installation von Wärmepumpen im Land haben, auf die Preise? Und ist es eigentlich okay, wenn Hausbesetzer jetzt warten, bis die Kommune eine Wärmeplanung vorlegt? Oder was sollen sie machen? Das ist eigentlich so eine Frage, so was soll man jetzt machen? Herr Behnt, wollen Sie anfangen? Na, zunächst mal sozusagen, es wird ja
auch wenn ich jetzt ein bisschen in die Glaskugel gucke, die nur 2 Wochen nach vorne guckt und nicht 2 Jahre, meines Erachtens schon eine gesetzliche Regelung geben, die keine Austauschpflicht bedeutet, sondern aber trotzdem eine Verpflichtung zur Nutzung eines erneuerbaren Energieanteils von 65%. Also das ist ja nicht komplett abgewendet, sondern es ist einfach verknüpft worden mit der kommunalen Wärmeplanung. Ich sehe in dieser Verknüpfung durchaus auch einige Probleme. Also die einen, die schon fertig sind mit der Wärmeplanung, die fragen sich jetzt, gilt dann bei uns das Gesetz früher? Die anderen, die noch keine Wärmeplanung haben, werden sie nach hinten rausschieben, weil sie sonst sozusagen Ärger von Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Und ein eigentlich sehr sinnvolles Instrument, nämlich die Wärmeplanung, das wir schon seit langem empfehlen, wird damit so ein bisschen sozusagen desavouiert. Trotzdem ist das jetzt der Ausgangspunkt, an dem wir stehen. Also wir müssen jetzt erstmal schauen, inwieweit sich die Parlamentarier und Parlamentarierinnen dort einigen. Und es wird zwar eine Verschiebung geben der Einsatzfristen, eben abhängig vom Vorliegen der kommunalen Wärmeplanung, aber keine Verschiebung in den Sankt-Nimmerleins-Tag. Also von daher wird es, glaube ich, schon eine Auswirkung geben. Es ist auch klar, dass diese von wegen Auswirkungen auf Klimaziele, diese Regelung in der Art, wie sie jetzt im Leitplankenpapier steht, nicht den gleichen Klimaeffekt haben kann wie eine Regelung, die direkt gegolten hätte. Und deswegen müssen wir schauen, wo diese sozusagen jetzt nicht eingesparten Millionen Tonnen an Treibhausgasen dann hergeholt werden können, wenn wir insgesamt die Klimaschutzziele in Deutschland erreichen wollen. Also das ist durchaus nach wie vor ein Problem. Ich glaube aber ansonsten wird der Markttrend stark in Richtung Wärmepumpen und Wärmenetze gehen, auch sozusagen von sich aus, auch durch die gute Förderung, auch durch die Diskussion, die jetzt stattgefunden hat und die wirklich zu Bewusstsein geführt hat für das Thema der Wärmewende. Und deswegen glaube ich, dass wir auch weiterhin ein starkes Marktwachstum sehen werden. Und das führt dann zu der letzten Frage, die ja auch so ein bisschen insinuiert ist. Was bedeutet das für die Kosten von Wärmepumpen? Da haben wir verschiedene gegenläufige Entwicklungen. Einerseits sozusagen die großen Hersteller, die massiv in Fertigungskapazitäten investieren, die zum Teil sich auch jetzt verbünden mit ausländischen Herstellern. Wir werden mehr Wettbewerb bei der Wärmepumpen sehen. Einerseits, auf der anderen Seite, wenn wir eine hohe Förderung, eine hohe Nachfrage haben, dann wird es natürlich auch dazu führen, dass wir am Anfang noch sozusagen einen Nachfrageengpass haben. Das wird sich im Laufe der Zeit dann auch entsprechend am Markt entspannen. Also deswegen ist das auch jetzt, sind das wirklich sozusagen die 2 schwierigsten Jahre, glaube ich, in Bezug auf den Umstellungsprozess. Auch die Handwerker, die dazulernen müssen, die sich jetzt fortbilden müssen, das sind sozusagen Jahre, in denen noch nicht mit unverminderter Geschwindigkeit der Wärmepumpenzubau stattfinden kann. Und dennoch ist er jetzt und sofort wichtig. Herr Müller, wie sehen Sie das? Kann man sich jetzt erstmal beruhigt zurücklehnen und warten, bis die Wärmeplanung kommt und dann erst sich entscheiden, ob ich jetzt bauen soll oder nicht? Oder sehen Sie das so wie Herr Pint? Also wenn ich im Stadtgebiet wohne und dort wird in naher Zukunft ein Wärmenetz gebaut, was auch in meinem Gebäude vorbeigeht, dann ist es natürlich extrem sinnvoll, darüber nachzudenken, sich dort auch anzuschließen, weil das dann auch die Wirtschaftlichkeit für das jeweilige Wärmenetz verbessert. Insofern, dass die kommunale Wärmeplanung dort eine große Rolle spielt und dass man natürlich im städtischen Kontext und manchmal auch auf dem Land, wenn eine Planung von solchen Netzen entsprechend stattfindet, dass man das mit berücksichtigt bei der Entscheidung, auf welche Heizungstechnik setzt man. Das ist prinzipiell jetzt aus meiner Sicht erstmal eine gute Idee, ne? Weil man sonst, wenn sich eben viele beispielsweise schon entschieden haben, eine Wärmepumpe zu bauen und dann möchte noch jemand ein Wärmenetz bauen, dann wird er die Gebäude, die schon eine Wärmepumpe haben, nicht mehr mit versorgen. Das heißt, für die anderen, die dann noch versorgt werden, ne, muss es etwas teurer werden, als es vielleicht geworden wäre, wenn man mit einer sehr hohen Anschlussquote unterwegs ist. Und da ist wieder der Blick nach Dänemark ganz gut. Die haben an vielen Stellen mit Anschlusszwang gearbeitet, was bei uns ja immer sehr negativ in der Vergangenheit diskutiert worden ist, haben es aber dadurch geschafft, eine extrem hohe Quote von Gebäuden in sehr überschaubarer Zeit mit einem heute sehr effizienten Wärmenetz zu versorgen. Also auch da muss man die Vor- und Nachteile wirklich sauber gegeneinander abwägen. GEG insgesamt, das ist jetzt keine Sache, die ich wissenschaftlich belegen kann, einfach mein persönlicher Eindruck, den ich gewonnen habe. Das war natürlich
jetzt schwierig, glaube ich, für alle. Ne? Für die Kunden war es schwierig zu verstehen, was soll das hin und her. Für die Unternehmen war es auch sehr schwierig. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Arbeit mit direkten Verboten, dass das oft sehr kontraproduktiv war. Ne? Wir wissen heute, es wurden noch nie so viele Ölkessel verkauft, als in dem Zeitpunkt, wo klar war, Ölkessel sollen verboten werden. Das ist eigentlich dann immer eine Methodik, wo man fragen muss, müssen wir das wirklich so machen? Weil ich glaube, es ist ja klar, und dafür kann man auch sehr sauber argumentieren, die Zukunft ist nicht Gas und Öl für die Beheizung der Gebäude, sondern die Zukunft sieht ja auf jeden Fall anders aus. Ja, und da muss man den Weg hin ebnen, und ich glaube, den werden die Leute auch vernünftig entscheiden. Ja, und alles, was man an Maßnahmen macht, die so, sag ich mal, in den Verbotsbereich hineinreichen, habe ich immer das Gefühl, dass die eher eine Gegenwehr, ne, verursachen, was gar nicht notwendig wäre, weil, wie vorhin auch argumentiert worden ist, langfristig wird die Wärmepumpe, auch wenn die Investition größer ist, langfristig wird die Wärmepumpe die bessere Lösung für die meisten Gebäude sein. Und dann kann man das ja auch versuchen, ne, in so einen Bereich in der Argumentation zu schieben. Herr Hackel, dementsprechend liegt bei Ihnen jetzt das endgültige Schlusswort. Das werden wir schauen. Was, glaube ich, einfach nochmal aus Kundensicht gedacht. Also, ich werde einen Däumel tun, jetzt nachdem wir uns ein Vierteljahr lang täglich fast nichts mehr anderes gehört haben aus den unterschiedlichen Quellen, dann zu sagen, ich habe jetzt einfach 5 Jahre Zeit im Maximalfall und mache mir keine weiteren Gedanken, sondern ich glaube, der entscheidende Punkt, und das da bietet vielleicht jetzt auch dieser Prozess dieses Vierteljahres schon auch eine Chance, dass ich selber nochmal gucke, wie ist meine Situation. Also wenn ich jetzt in einem ländlichen Gebiet unterwegs bin, dann ist, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ganz viele Alternativen bekommen werde, nicht sonderlich groß. Da ist vielmehr der Fokus, ich schaue mir mal an, wie ist eigentlich mein Gebäude? Was habe ich denn da für Heizkörper drin? Wo könnte ich denn gegebenenfalls meine Außeneinheit hinstellen, damit es eben nicht so aussieht, wie das vorhin im Chat gefragt worden ist? Und ja, wenn ich in einer, sagen wir mal, dicht besiedelten Kommune bin, da bestehen dann andere Optionen unter Umständen. Und diese Optionen werden ja vielleicht auch nicht die 5 Jahre brauchen. Und deswegen ganz klar, ich muss nicht morgen früh meine Heizung rausreißen, außer sie geht kaputt. Klar, dann muss ich mich entscheiden. Aber ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie kann eine Investitionsplanung sein? Und da kann natürlich auch ein Teil mal in die Erneuerung der Fenster oder die Dämmung eines Dachgeschosses oder sowas fließen, wenn sich das einfach darstellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist damit um. Wir haben etwas verlängert. Ich hoffe, wir konnten damit alle Ihre wichtigen Fragen beantworten. Wir werden das Thema Wärmewende sicherlich weiter im Blick behalten. In der Zwischenzeit wird die Aufnahme dieses Pressbriefings wie gewohnt im Laufe des ja nun späten Nachmittags, vielleicht eher schon frühen Abends online gestellt. Ein redigiertes Transkript wird voraussichtlich am Morgen dazu erstellt. Ein unredigiertes können Sie gegebenenfalls, wenn Sie schnell brauchen, bei uns anfragen unter redaktion@sciencemediacenter.de. Dann lassen wir es Ihnen so schnell wie möglich zukommen. Mein Dank geht nun an unsere Experten Sebastian Hackel, Dirk Müller und Martin Paint. Mein Dank geht weiter an die Kolleginnen und Kollegen hier im SMC, die im Hintergrund die Fäden in der Hand gehalten haben. Und vor allen Dingen danke ich Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen. Dann in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen.